Okay, das können wir auch verkaufen. Scheiße. Na gut. Also, wenn das nicht mein absoluter Dann geben wir uns noch ein bisschen mehr Geld holen. Zeigen Sie mir, was Sie im Angebot haben. Ja, natürlich. Eigentlich möchte ich ja Geld von dir haben. Mein Lieber. So, verkaufen. Zack. Ach du Heilige. Okay. Er weckt gar nichts Ihr Interesse? Ich gehe dann mal wieder. So schnell? Nee, nicht wirklich. Schade. Besuchen Sie mich bald wieder. Mir alles zu tödlich, was du hast. Dienstweg, wie Sie sagen. Aber gut, dann schauen wir mal hier rein. Mal schauen, wo das jetzt hinführt. Ah, okay, dann sind wir wieder hier. Okay. Ja, das wäre halt dann die Alternative gewesen. Gut. Dann müssen wir doch wieder klettern. Aber jetzt weiß ich ja zumindest, wo es lang geht. Das heißt, das geht jetzt hoffentlich alles schneller. Was sagt denn eigentlich... Ja. Wir haben tatsächlich jetzt hier soweit alles erledigt. So, und jetzt ging es dahin oder dahin? Karte. Ich glaube, nach da hinten ging es. Jawohl. Dann mal wieder ab nach oben. Guck mal, ich habe das letzte Mal übersehen. Ja, gute Nacht, Cedric. Hab mich gefreut, dass du reingeschaut hast. Hat hoffentlich ein bisschen Spaß gemacht beim Zuschauen. Schlaf gut. So, dann mal ab nach oben. Und dann geht's jetzt nochmal zurück. Sollte hier mal wieder speichern oder öfter speichern. Ich kenne mich ja und meinen Jump'n'Run Gehabe. Von daher sicher ist sicher. So, nochmal nach oben bitte. Dann haben wir jetzt aber gleich wieder eine erneute Schleichpassage hier. So, ging tatsächlich erfreulich fix, wenn man weiß, wo es lang geht. Sperrzone. Dann mal hopp. Zack. Zack. Noch ist hier auch niemand, der uns irgendwie ans Leder möchte. Ich schätze mal, das ändert sich relativ schnell. Da hinten liegt ja auf jeden Fall was. Guck mal. Ein paar Zubehörteile. Da können wir erstmal nichts mit anfangen.
Wegen Mafia 2. Tatsächlich habe ich Pläne. Ich muss mal gucken, was davon jetzt was wird. was wir dann da machen. Hi, Suki. Moment, gleich. Sie haben versucht, mich einzuschüchtern, damit ich sie herbringe. Ich habe mich geweigert. Wer? Interpol. Sie kommen hierher. Die Polizei weiß, was passiert, wenn sie herkommt. Nicht die Polizei. Interpol. Ich glaube, sie wollen Telos verhaften. Ganz ruhig, Sokol. Wenn Interpol dieselbe Lektion lernen muss wie die Polizei, werden wir sie ihr mit Freuden beibringen. Wir tun alles, um Talos zu beschützen. Geh jetzt. Halt die Augen offen. Mit Interpol werden wir schon irgendwie fertig. Also muss ich jetzt wirklich hier mich bedeckt halten. Was sagt denn der Auftrag? Tiefer vordringen, okay. Ach, ist jetzt hier ein Kind mit Sorg gezeugt worden. Das ist doch schön. Da freuen sich bestimmt wieder alle. Von Starkiller, das kann sein, tatsächlich. Auch ewig nicht mehr gesehen. Beziehungsweise, war das nicht dieser Fuchs? Nintendo 64 oder sowas? Okay, das geht deutlich schneller als bei dem Let's Play von Shainara. Da hat es ja bis Folge 120 gedauert, bis mein Sim da mal geheiratet hat. So, um nochmal auf Mafia 2 zurückzukommen. Pläne, ja, ich muss mal gucken, was es jetzt wird im Endeffekt. Die Idee, also das Naheliegendste wäre halt Mafia 3 natürlich jetzt im Anschluss zu machen. Da habe ich halt so ein bisschen das Problem. Dass mir das für einen Vollpreis und was ich so gehört habe, noch ein bisschen zu schwach ist. Also, das Spiel soll nicht gut geworden sein. Und das ist mir halt im Moment keine 40 oder 50 Euro wert oder was das jetzt momentan kostet. Wir hatten Vertrauen zu ihnen, keine bösen Absichten und haben sie um Hilfe gebeten. Als sie ausgestiegen sind, habe ich sie gedeckt und das ist jetzt der Dank? Warum? Sie haben recht, aber ich hatte keine Wahl. Können Sie meine Familie beschützen? Können Sie die Sicherheit meiner Familie garantieren? Nein, natürlich nicht. Ich tue, was ich für richtig halte. Und wenn ich dabei draufgehe, können Sie das Gleiche auch von sich behaupten? Ich will rausfinden, wer hinter dem Bombenattentat steckt. Wenn ich Erfolg habe, kann ich vielleicht ihre Familie und andere schützen. Aber sie haben noch mehr Familien in Gefahr gebracht. Das stimmt. Ich weiß. Gehen Sie und tun Sie, was Sie tun wollten, bevor ich es mir anders überlege. Wir wollen gehen! Okay, hat das jetzt irgendwas gebracht? Zeitung? Ach, vielleicht können wir hier durch.
Das wäre ja ganz nett eigentlich. Und dadurch halt ein bisschen was umgehen. Ja, wie gesagt, ich habe noch einiges auf der Liste. Allerdings sind das halt fast alles Mehrfachprojekte, also Spiele, wo es eine ganze Menge Teile von gibt, die ich alle mal noch machen wollte. Küche und Fitnessraum sind gesichert. Ja, und was halt wahrscheinlich ja auch ein Mittengrund von deiner Frage war, wie es halt mit KOTOR aussieht. Das würde ich halt dann machen, wenn ich mit Enderal durch bin. Also, dass ich halt, wie gesagt, dann Rollenspiel durch ein Rollenspiel ersetze. Das Problem ist, ich hatte neulich mal so spaßhalber auch mal eine Testaufnahme gehabt ohne Stream. Und das Spiel an sich scheint wohl ziemliche Probleme zu haben, wenn irgendein Aufnahmeprogramm mitläuft. Also auch mein normales Aufnahmeprogramm. Es ging dann zwar ohne Ruckeln, allerdings konnte ich keine Zwischensequenzen aufnehmen, weil, ja, in den Zwischensequenzen hat es halt einfach abgeschaltet. Von daher, da werde ich wohl noch ein bisschen rumprobieren müssen. Ich bin nervös, aber es ist alles okay. Wir müssen alles beschützen, koste es, was es wolle. Dass ich da noch ein bisschen rumbastle oder das vielleicht hinkriege. Aber im Moment sieht auch leider die normale Aufnahme nicht gut aus. Von daher müssen wir mal schauen. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, meine To-Do-Liste müsste, sonst kann ich die auch nochmal irgendwo posten, fliegt ja im Dings rum. In der Dropbox, beziehungsweise im Google Drive. Bist du eigentlich alleine hier oben? Die Polizei ist erst zufrieden, wenn Talos in einer Zelle sitzt. Scheinbar. Gute Nacht. So, schlaf schön. Ja, das Spiel läuft übrigens schon im Windowed Mode bei mir. Ja, eben. Also, wie gesagt, wenn ich was mache, dann will ich es vollständig machen. Und es war halt nicht so, also es war halt zumindest am Anfang, also die Zwischensequenz, das Intro wurde nicht mit aufgenommen und halt auch die erste Dialogsequenz nicht. Und danach konnte ich halt irgendwie, also wenn ich dann das Streamprogramm gestartet hatte, dann ging's, dann konnte ich auch die Dings mit aufnehmen. Aber wenn das Streamprogramm nur im Hintergrund lief, bei Start des Spiels, hatte ich das Problem, dass sich halt auch der Charakter nachher gar nicht mehr bewegt hat. Das heißt, das Spiel ging auch einfach nicht weiter. Also das, ich weiß nicht, woran es liegt. Das ist mir bisher, glaube ich, auch noch nie so aufgefallen. Bei irgendeinem anderen Spiel, dass das wirklich solche Probleme mit einer Aufnahmesoftware im Hintergrund hat. Aber ich meine, andere haben es ja auch irgendwie hingekriegt zu streamen oder ein Let's Play zu machen. Also von daher, keine Ahnung. Ja, ich muss, also Rechtsverwaltung hin oder her. Klar, man sollte ein bisschen aufpassen, aber ich meine, das sind halt alles Sachen, wo es mich nicht großartig stört, wenn das irgendeiner mal mitnehmen würde oder so. Da ist jetzt nichts Wichtiges drin oder nichts Sensibles. Das passt. Jemand hat mal wieder alle Duschen laufen lassen. Diese Krise formt unseren Charakter. Ich glaube, dass die Polizei Geständnis aus den Zivilisten herausprügelt. Das war knapp. Schickt jeden Sonntag eine und ich antworte. Meinen Söhnen geht es gut in der neuen Schule. Niemand weiß, dass ihr Vater ein Opti ist. Wenn sie fragt, wie dein Leben ist, erzählst du ihr dann, was hier los ist? Na, früher habe ich gesagt, es wäre schwierig. Aber es gäbe Fortschritte.
Inzwischen fragt sie nicht mehr. Hier ist alles ruhig. Wären wir da draußen, würde alles nur noch schlimmer werden. Wie bist du jetzt bitte an mir vorbeigelaufen, ohne mich zu entdecken? Was zur... Ach so, das Freigeben meinst du. Ach so, ich dachte jetzt... Das wollte ich eigentlich nicht. Na gut. Ich dachte, du meinst jetzt, wie gesagt, halt wie mit sensiblen Daten umgegeben wird. Ja, stimmt, es ist jetzt nicht so sinnvoll, aber... Oder nicht so praktisch gelöst, aber... Ich komme mittlerweile eigentlich ganz gut mit zurecht. Oh. Da draußen ist jemand. Mir auch gerade eh da echt Geld zum Abwinken. Haben wir da was Sinnvolles drin? Eine Maschinenpistole eher nicht. Mit Virtual Machine sollte es eigentlich laufen. So hatte ich es ja damals auch auf meinem MacBook zum Laufen gekriegt. Das Problem ist halt, dass die Dinger teilweise doch relativ viel Ressourcen ziehen. Und das Aufnehmen selber kostet halt auch nochmal Ressourcen. Das ist so ein bisschen das Problematische bei der Sache. Ja, wie gesagt, ich hatte damals irgendwie, weiß nicht, VMware oder irgendwas drauf oder Wine, glaube ich. Damit ging es eigentlich auch ganz gut. Aber es ist halt schon was anderes, als das halt nativ unter Windows laufen zu haben. Ein ziemliches Chaos bereiten durch. Da hat sich was bewegt! Siehst du? Da! Geh voraus, Corbin. Ich bin hinter dir. Upp. Schleichpassagen. Ja, wie gesagt, es kann halt schon ganz gut funktionieren. Ich muss halt mal gucken, inwiefern das halt dann die Performance runterzieht. Weil, wenn dann nur Geruckel... Ich meine, mein PC sollte leistungsstark sein oder leistungsstark genug sein, um das hinzukriegen, aber... Ja. Ob es einer von denen war? Was meinen Sie? Ich meine, bei so alten Sachen wie DOSBox, so ist das ja alles kein Akt. Das ist ja, ich meine, das ist ja von dem... von der Performance ist ja alles kein Problem. Die alten Sachen, da macht auch diese... der Emulator zwischendurch halt nichts mehr aus. Theoretisch können wir die auch einfach hier sitzen lassen, oder? So. Alles klar. Danke fürs Reinschauen. Freut mich ja, dass es Spaß gemacht hat, Mr. Wake. Ich bezweifle, dass Küche und Fitnessraum sind gesichert. Ich glaube, hier sollte ich mal ein bisschen vorsichtiger deins vorgehen gerade. Ja, also ich müsste mir halt dann quasi noch mal eine zweite Windows-Dings draufpacken und so weiter und so fort. Wäre dann alles leider ja, relativ suboptimal. Ich schicke jeden Sonntag eine und ich antworte. Meinen Söhnen geht es gut in der neuen Schule. Niemand weiß, dass ihr Vater ein Opti ist. Wenn sie fragt, wie dein Leben ist, erzählst du ihr dann, was hier los ist? Na, früher habe ich gesagt, es wäre schwierig.
aber es gäbe Fortschritte. Inzwischen fragt sie nicht mehr. Geht das jetzt nochmal? Ja. Leider nicht. Haben wir jetzt Alarm ausgelöst? Wahrscheinlich, oder? Ja. Ach Mann, dieses ewige Neuprobieren beim Rumschleichen. Aber da geht mir auch relativ schnell die Geduld dann irgendwann aus. Das ist halt auch nicht so gut. Das war zu erwarten. Ja, das Problem ist, ich würde es ja auch gern mal wieder machen. Niemand weiß, dass ihr Vater hat mir damals auch schon wieder damals auch eine Menge Spaß gemacht. Wenn sie Vater dein Leben ist, erzählst du ihr dann, was hier los ist? Früher habe ich aber gesagt, es wäre schwierig. Aber es gäbe Fortschritte. Es will halt leider nicht. Inzwischen fragt sie nicht mehr. Wieso hat denn das vorhin funktioniert, dass mich hier keiner erkannt hat? Meine Güte. Jupp, dann gute Nacht, Suki. Geht es gut in der neuen Schule? Niemand weiß, dass ihr Vater ein Opti ist. Ich glaube, Bettchen ist dann auch gar keine so verkehrte Sache. Früher habe ich gesagt, es wäre schwierig. Aber es gäbe Fortschritte. Inzwischen fragt sie nicht mehr. Ich hätte vorhin echt mal speichern können. Meine Güte, wieso geht das denn jetzt nicht mehr? Geht es gut in der Niemand weiß, dass durchzugehen, ohne Leute umzubringen, macht das Spiel deutlich schwieriger. Aber das, so ist es ja auch gedacht. Es wäre schwierig, aber es gäbe Fortschritte. Inzwischen fragt sie nicht mehr. Cousin da! Ich glaube, ich kann gerade hier echt nicht mehr raus. Geht es gut in der neuen Schule? Niemand weiß, dass ihr Vater ein Opti ist. Wenn sie fragt, wie dein Leben ist, erzählst du ihr dann, was hier los ist? Früher habe ich gesagt, es wäre schwierig. Aber es gäbe Fortschritte. Inzwischen fragt sie nicht mehr. Wieso sieht mich denn hier jetzt jemand? Ist das eine Kamera? Na. Eine Kamera. Ja, wie gesagt, die Sache mit diesen Amazon-Dingern, klar. Ich habe mir das Navi dann nachher über Amazon geholt. Ja, ich habe echt vorhin halt Riesenglück gehabt, dass die mich hier nicht entdeckt haben. Dass ich halt gerade wahrscheinlich so eine Ecke erwischt habe, wo dann keiner hingeguckt hat. Früher habe ich gesagt, es wäre schwierig. Aber es gäbe Fortschritte. Inzwischen fragt sie nicht mehr. Was war das? Ich mag diese Ecke nicht. Ich bin Spielen tatsächlich auch, wenn es geht, böse. Also wenn die Wahl einem die Wahl gelassen wird. Finde ich meistens interessanter. Erzählst du ihr dann, was hier los ist? Früher habe ich gesagt, es wäre schwierig. Aber es gäbe Fortschritte. Inzwischen fragt sie nicht mehr. Was soll ich denn jetzt verdammte Scheiße hier machen, meine Güte? Das Spiel ist jetzt hier gerade wieder, also heute
Mag ich das Spiel nicht so gerne, weil ich hier überhaupt nicht vorankomme. Das kann doch nicht sein. Erzählst du ihr dann, was hier los ist? Früher habe ich gesagt, es wäre schwierig. Aber es gäbe Fortschritte. Inzwischen fragt sie nicht mehr. Ach, guck mal. Hier ist ein Fenster. Ja gut, und halt irgendjemand, der mich erkennt. Ja gut, spaßiger auch. Gut in der neuen Schule. Niemand weiß, das kommt ja noch hinzu. Ich glaube, der Speicherpunkt ist einfach scheiße. Ich glaube, ich habe mich hier mal wieder verspeichert. Da ist halt blöd, wenn du nicht mehrere Quicksaves hast, sondern halt nur einen. Wenn sie fragt, wie dein Leben ist, erzählst du ihr dann, was hier los ist? Na, früher habe ich gesagt, es wäre schwierig. Aber es. Okay, die da hinten erkennt mich. Das ist nicht gut. Die kann ich auch nicht ausschalten, ohne dass es auffällt. Ich hätte echt vorhin speichern sollen, das kann doch nicht wahr sein. Die Polizei ist erst zufrieden, wenn Talos in einer Zelle sitzt. Hey, wer ist da? Geh da bitte hinter. Jetzt macht halt die Steuerung auch nicht mehr mit. Geht es gut in der neuen Schule? Niemand weiß, dass ihr Vater ein Opti ist. Ja, Hitman-Ding wäre ganz praktisch. Habe ich gesagt, ich glaube, dass die Polizei Geständnis aus den Zivilisten herausprügelt. Ja, wie gesagt, es ist bei mir meistens, dass mich das Böse dann reizt, aber es gibt halt auch noch die Möglichkeit oder auch mal die Möglichkeit, dass ich halt dann. Niemand weiß, dass ihr Vater ein Opti ist. Freundlich spielen. Wie dein Leben ist, erzählst du ihr dann, was hier los ist? Na, früher habe ich gesagt, es wäre schwierig. Abzieht, haben wir aber viel es zu gäbe tun. Fortschritte. Inzwischen fragt sie nicht mehr. Ja, ich glaube, die Dame da hinten ist das Problem. Ganz eindeutig. Hier ist alles ruhig. Kannst du die vielleicht mal ablenken oder so? Das wäre ganz schön. Oh, das macht doch so keinen Spaß. Ich möchte hier vorankommen, Spiel. Nicht immer an diesen blöden Sachen hier hängen. Geht es gut in ja, das Unsichtbarkeitsding, das wäre halt... Im Moment ist halt echt wieder... Es gibt halt noch so viel, was man hier skillen könnte. Was noch einigermaßen sinnvoll wäre. Früher habe ich gesagt, es wäre schwierig. Die Polizei Geständnis aus den Zivilisten herausprügelt. Inzwischen fragt sie nicht mehr. Gemeinschaftsraum, Küche und Fitnessraum sind sicher. Jetzt geht doch die Steuerung wieder. Wie gesagt, ich möchte mich gerne hier mal. Das ist doch ein Witz. Spiel! Funktionier! Meine Güte! Es regt mich jetzt hier gerade wieder auf. Wenn es nicht läuft und dann auch die Steuerung für ein Arsch ist, dann hat ein Spiel bei mir relativ schnell, das war ich jetzt selber, relativ schnell verschissen. Aber ich hab's ja schon mal gesagt, die ganzen Let's Play-Sachen, die haben mich halt auch verdammt ungeduldig werden lassen, was Spielen angeht. Ich mag's halt nicht, irgendwo zu hängen. Früher habe ich gesagt, es wäre schwierig. Aber es gäbe Fortschritte. Weil ich das halt gerne einigermaßen effizient gestalten möchte. Da hat sich reicht das? Jawohl. Ich krieg langsam den Hals nicht mehr voll. Ich krieg langsam die Krise. Oh, diese Speicherstelle ist so komplett für den Arsch. Niemand weiß, dass ihr Vater ein Opti ist. Mann. Wenn sie fragt, wie dein Leben ist, erzählst du ihr dann, was hier los ist? Na, früher habe ich gesagt, es wäre schwierig. Aber es gäbe Fortschritte. Inzwischen fragt sie nicht mehr. Cousin, da! Ein Eindringling!
Ich guck mal, wo es hier überhaupt hingeht. Ob es sich überhaupt lohnen würde, hier reinzugehen. Ich glaube eher nicht, oder? Nee. Gibt's halt die Waffendinger. Aber ansonsten halt... Pff. Na?